Herzlich willkommen zum Exkursvideo im Abschnitt DIN 7. Zunächst klären wir ein paar Begrifflichkeiten. Wir wollen nämlich wissen, was man unter dem Begriff laminare Strömung versteht. Bei einer laminaren Strömung treten keine sichtbaren Verwirbelungen auf. Die Flüssigkeit strömt gleichmäßig und wohlgeordnet. Das Gegenteil einer laminaren Strömung ist die sogenannte turbulente Strömung. Eine Strömung nennt man turbulent, wenn die Flüssigkeit oder das Gas durchmischt wird. Außerdem sind turbulente Strömungen sowohl räumlich als auch zeitlich ungeordnet. Der Übergang von laminarer in turbulente Strömung ist ein stochastischer Prozess. Man weiß nie, wann dieser Übergang stattfindet, aber es gibt eine Kennzahl, die darauf hindeutet. Diese Kennzahl haben wir Osborne Reynolds zu verdanken. Er war ein britischer Physiker und lebte von 1842 bis 1916. Bei der Reynolds-Zahl handelt es sich um eine Kennzahl zur Beurteilung reibungsbehafteter Strömungsvorgänge. Natürlich hängt diese Kennzahl von sehr, sehr vielen Faktoren ab, auf die wir gleich näher drauf eingehen werden. Grundsätzlich sagt man, ab einer Reynolds-Zahl von 2000 entstehen Turbulenzen und alles darunter sind laminare Strömungen. Natürlich muss 2000 nicht unbedingt stimmen, da folgende Faktoren bei der Berechnung eine große Rolle spielen. Rho, V, D und Eta. Was ist das denn? Betrachten wir zuerst einmal den Zähler, sprich die griechischen Buchstaben, die oben stehen. Hierbei handelt es sich um die Bewegungskräfte, welche zum Bewegungsfluss führen. Das bedeutet, erhöht man einen dieser Faktoren, so werden Turbulenzen erzeugt, da die Reynolds-Zahl größer wird. Beim Nenner hingegen treten intermolekulare Kräfte auf, welche zur Verminderung des Bewegungsflusses führen. Es handelt sich hierbei um Viskosekräfte. Innere Reibung bremst den Bewegungsfluss der Teilchen und ruft somit eine laminare Strömung hervor. Es lässt sich sagen, dass die Reynolds-Zahl das Verhältnis angibt zwischen den Inertialkräften, sprich den Bewegungskräften, und den intermolekularen Kräften. Lasst uns diese Formel mal zerlegen. Nehmen wir an, es fließt Wasser durch ein Rohr. Wir können jetzt Folgendes tun, um Turbulenzen in der Strömung zu erzeugen. Wir verändern die Dichte des fließenden Mediums, sprich des Wassers. Bei einer höheren Dichte erhöht sich die Reynolds-Zahl und somit entstehen Turbulenzen. Wir können aber auch die Durchflussgeschwindigkeit erhöhen, hier gekennzeichnet mit einem V, welches für die kinematische Viskosität steht. Wir können natürlich auch versuchen, die innere Reibung so gering wie möglich zu halten. Das heißt, wir verringern unser Eta, welches für die dynamische Viskosität steht. Oder aber wir erhöhen den Durchmesser. Das ist aber schon ein bisschen merkwürdig. Wir vergrößern den Raum, sprich den Durchmesser des Rohrs, um Turbulenzen zu erzeugen. Das müsste eigentlich andersrum laufen. Wir verkleinern den Durchmesser, damit es eng wird, und so entstehen Turbulenzen. Lasst uns der Frage mal genauer auf den Grund gehen. Die Formel für den Durchfluss eines Mediums lautet V mal A, sprich kinematische Viskosität mal Querschnittsfläche. Und was wir machen, wir formen diese Gleichung nach V um, damit wir es später in die Reynolds-Gleichung einsetzen können. Davor aber schreiben wir die Formel für die Querschnittsfläche in den Buchstaben A hinein. Diese wäre Pi mal R Quadrat, das ist ja nichts anderes als Pi mal D durch 2 Quadrat. Jetzt formen wir nach V um und wir erhalten das, wonach wir gesucht haben. Und zwar haben wir im Buchstaben V nochmal das Symbol, den Buchstaben D, versteckt, und zwar im Nenner. Wir setzen ein in die Reynolds-Gleichung. Und wir sehen, dass der Wert für D im Nenner der kinematischen Viskosität V größer ist als dieses zweite D hier im Zähler. Somit schrumpft der Zähler, wenn man den Durchmesser D erhöht. Dazu schauen wir uns folgende Proportionalität an. Man macht Folgendes, um die Reynolds-Zahl zu erhöhen. Man erhöht die Dichte des Mediums oder den Durchfluss. Vergrößert man aber den Durchmesser oder die dynamische Viskosität, sprich die innere Reibung, so verkleinert man die Reynolds-Zahl und man erhält eine laminare Strömung. Dann verabschiede ich mich so lange, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.